Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein wunderbares Evangelium, das uns in diese Hochzeit des Lammes einführt. Denn all das, was Jesus tut, vollzieht sich nahe in seiner Kirche. Und er tut es ganz bewusst in der Vorbereitung, indem er dieses Wunder wirkt. Die Brotvermehrung. Seht ihr, er nimmt sehr wenig von uns. Ein bisschen vom Weinstock, der Wein und das Brot. Das Zeichen, dass du genährt wirst mit dem Brot des Lebens. Denn nicht nur vom Brot allein lebt der Mensch, aber das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, das Brot, das Korn, sondern von jenem Wort aus Gottes Mund. Er ist das wahre Brot des Lebens. Und er muss jetzt den Menschen erfüllen mit einer neuen Nahrung, die ihn vollkommen verwandelt in sich. Es ist wirklich so geschehen. Ich muss immer wieder dran denken, bei einer Gegebenheit in Medjugorje. Und zwar bei einem Jugendfestival gehe ich jetzt auch dann hin am Sonntag nach einer Hochzeit, jetzt am Samstag, und dann habe ich nochmal vorher Einsätze, zwei über den heiligen Josef. Es ist sehr, sehr schön in diesem Josefsjahr. Und da war Folgendes in Medjugorje. Da war es so, dass wir einen Vortrag von einem Pater, und zwar, glaube ich, von der Oase des Friedens bekommen haben, der ganz begeistert, das war nämlich sehr, sehr früh, wo der Katechismus rausgekommen ist, und er hat sehr, sehr tief und begeistert vom Katechismus, und zwar von der eucharistischen Rede gesprochen. Von diesem Brot des Lebens. Und war so im Vortrag und begeistert in der Auslegung, wie toll und wunderbar dieses Sakrament ist und dass wir den Herrn empfangen dürfen. Und dann ruft auf einmal ein Jugendlicher in diese ganze Menge der Jugendlichen, es sind vielleicht 200 Jugendliche, die auf so wie in einem Amphitheater nach oben gesessen sind, auf einem Gerüst, und haben gespannt zugehört, rief einer hinein in die ganze jugendliche Schar: Ich bin doch kein Kannibale! Und ich war schon Priesteramtskandidat und ich dachte mir, jetzt muss was kommen. Jetzt muss die Erklärung kommen. Und es kam nichts. Es war betretendes Schweigen und der Pater konnte es nicht erklären. Warum ich das Fleisch des Menschensohnes essen muss? Es kam nichts. Das hat mich durchgetrieben, mein ganzes Studium hindurch, das zu erklären. Warum musst du das Fleisch des Menschensohnes essen? Denn wenn ihr mein Fleisch nicht esst und mein Blut nicht trinkt, deswegen die Brotvermehrung, habt ihr das Leben nicht in euch. Wie ich durch den Vater lebe, wie ich im Vater bin und durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Er hat all diese Stellen gesagt, aber konnte nicht erklären, warum ich überhaupt das Fleisch des Menschensohnes essen muss, um gerettet zu werden. Warum muss ich das Fleisch essen? So wie bei der Erstkommunion, wenn ich das erste Mal den Kindern da sage, es ist das Fleisch Jesu, Igitt. Das Blut Jesu, Igitt. Warum? Kannst du es erklären? Kannst du es erklären, warum du das Fleisch des Menschensohnes essen musst? Das ist ein Problem. Aber wie könntest du eigentlich umgewandelt werden in ihn, wenn du nicht ihn isst? Wenn du noch dieses Fleisch weiterlebst, das du von Adam und Eva bekommen hast, dann ist in ihr diese Schwäche, die Jesus sagt am Ölberg: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Das ist die Befindlichkeit der Erbsünde. Und dieses Fleisch ist gnadenberaubt. Es hat die Gnade verloren. Und das Fleisch wird eigendynamisch. Es tendiert zur Sünde hin. Du willst das Gute tun, so steht es im Römerbrief, in den Kapiteln mitten so im Römerbrief, ich glaube, 5., 6., 7. Kapitel, könnt ihr es nachlesen. Ich will das Gute tun, aber ich tue das Gegenteilige. Es sind zwei Gesetzmäßigkeiten in mir, die des Geistes und die des Fleisches. Und beide streiten gegeneinander. Ich spüre eine große Schwachheit der Sünde in mir. Obwohl ich das Gute tun will, tue ich das Gegenteilige. Und das ist die Erbsünde, eine Interpretation der Erbsünde. Aber Gott gibt eine Antwort auf die Schwäche, nicht nur des Geistes. Und dass du die Erkenntnis nicht mehr hast, dass er dir das Wort gibt. Er gibt auch eine Antwort auf die Schwäche deines Fleisches. Er muss gerade dein Fleisch verwandeln, dass deine Geistseele in der Gnade über das Fleisch herrscht, das dich in alle Sünde hineintreibt. Denn die Werke des Fleisches sind Hurerei, Leidenschaft, Begierde, Unzucht, Zwietracht, Hass, Streit, Parteiung, Götzendienst und Mord und Totschlag. Das bringt das Fleisch hervor. Diese Großmacht des Fleisches, das so gnadenberaubt ist und uns einen Streich spielt, weil unsere Seele wohl das Gute will, aber das Gegenteilige tut. Wer befreit mich von dieser Schwäche? Wer gibt mir ein Fleisch, das wieder gewillt ist, so zu leben, wie Christus gelebt hat? Und Gott in seinem ewigen Plan sagt, ich steige in dieses Fleisch hinab, in ihr Problem. Und das Wort ist Fleisch geworden. Jetzt wisst ihr warum. In dieses Fleisch hinein. In dieses Fleisch, in dein Problem. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch ist schwach. Und er umkleidete sich mit dem Fleisch und nahm auf diesem Fleisch alle Sünde auf sich, so steht es im Römerbrief, die du in deinem Fleisch begangen hast, und trug diese Sünde mit seinem Fleisch aufs Kreuzesholz und hat alle Sünde, die du im Fleische begangen hast, vernichtet. Auf damit du lebst und nicht im Tod bist. Und jetzt muss er dir ein neues Fleisch geben. Sein Fleisch. Damit dein Fleisch in sein Fleisch verwandelt wird, weil er will den Menschen rundum erneuern. Wie du einen Reifen erneuerst, du schleifst ihn ab und dann bekommst du in der heiligen Eucharistie ein göttliches Profil. Du bist zwar noch der Alte und die Alte, aber du hast ein göttliches Profil. Du hast das Fleisch des Menschensohnes empfangen. Du hast das Fleisch des Menschensohnes empfangen. Deswegen sagen die Väter, meine Lieben, dieses Fleisch ist das beste Argument gegen alle Stürme des Fleisches. Oh, wenn dein Blut auffällt und du in die Versuchung der Unreinheit kommst oder in Groll, Wut und Zorn und Hass und Rache und dieser Zorn, der in dir ist, und wenn das mal hochkocht, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du das Blut des Menschensohnes empfängst. Das sofort, wie die Väter sagen, die Theologen der ersten Jahrhunderte, dann spricht der Herr, weil er in dein Boot kommt, deines Blutes, und spricht in diesem Boot, wo alles stürmt um dich herum und du alles als Sünde annehmen willst, seit Schweig, sei still. Und es tritt vollkommene Ruhe ein. Die Väter sagen auch, und wenn dein Fleisch brennt, zur aller Sünde hin und zur Unreinheit hin, was wir geerbt haben von Adam und Eva, und wenn du dieses Fleisch empfängst, wird der Brand in dir gelöscht.
Weil dein Fleisch wird in sein Fleisch verwandelt. Du bekommst dein göttliches Profil. Merkt ihr, was Gott da Großes vorhat? Wie kann er eigentlich uns in seine Vollgestalt verwandeln? Indem er auch unser Fleisch, die ganze menschliche Natur, die so gnadenberaubt ist, die so schwach ist, die ächzt und sagt, wer befreit mich? Wie Paulus dann sagt, wer befreit mich von diesem Todesleib? Wer befreit mich von dieser Schwachheit, die in mir ist? Ich will nicht sündigen. Wer? Und dann heißt es, Jesus Christus, der Fleisch wurde, Mensch wurde, um uns sein Fleisch als Brot des Lebens zu geben und eine Antwort gegen diese Schwachheit deines Fleisches zu geben. Wehe, wenn wir die Abgründe durch Gender-Ideologie, durch Versexualisierung der Gesellschaft, durch alle Unreinen, durch Pornografie und wenn das die Politiker gewähren lassen, wehe, wenn du die Abgründe des Fleisches öffnest und kein Gegenmittel gegen diese Macht der Sünde und die Macht dieses Fleisches hat, das so gnadenberaubt ist. Wehe, du hast kein Mittel dagegen, keine Arznei, die das heilt. Dann wehe uns. Jede Generation geht unter, die sittlich-moralisch verfällt in Unreinheit, in Begierde und Leidenschaft. Alle gehen kaputt. Die Römer sind kaputt gegangen. Die Griechen sind kaputt gegangen. Die Mayas, die Inkas. Alle sind kaputt gegangen. Alle großen Nationen, sie gehen kaputt. Wenn sie die Abgründe des Fleisches öffnen, dann ist dieser Moloch des Fleisches unersättlich. Du kannst nicht genug bekommen. Deswegen ist er im Fleische gekommen. Jetzt weißt du. Und das Wort ist Fleisch. Es ist in dein Problem hineingestiegen. Und das hat er vorgehabt. Genau. Als er diese Brotvermehrung machte. Dann auf dem See den Sturm stillte. Und zum Wasser sagte, schweig, sei still. Das wird geschehen in dir, wenn du die Eucharistie empfängst und in ihn verwandelt wirst. Wer mich isst, wird durch mich leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer mich isst, wird durch mich leben. Und er lebt in mir. Und er will, dass wir so in ihm und er in uns lebt, wie er gelebt hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann muss ich in das neue Stammpaar, in das neue Fleisch, das Gott kreiert hat in Maria, Karo Mariens, Fleisch Jesu. Wie bekommen wir dieses neue Fleisch? Wir sind von Adams Fleisch, das uns zum Tode hinwendet, das uns zur Sünde hintendiert. Da sind wir voll. Und da ächzen wir in allen möglichen Variationen. Wer hilft mir? Und so gibt er sich selbst. Er hat dieses Fleisch schon erschaffen, deswegen ist sie die Mutter der Eucharistie. Er hat dieses Fleisch in ihr erschaffen und er trägt nur dieses neue Fleisch. Und jetzt wirst du hineingenommen und wirst umgewandelt in diesen neuen Menschen. Denn der, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Weil nach der Brotvermehrung und indem er übers Wasser geht und all diese Wunder wirkt, die Vorbereitung sind, wo er diese eucharistische Rede hält, fragt er, wollt auch ihr gehen? Wenn du das nicht glaubst, wirst du nicht der neue Mensch. Du wirst der alte Adam und die alte Eva bleiben. Ich muss dich rundum erneuern. Und da gehört auch dazu, dass du mein Fleisch und mein Blut isst und trinkst. Sonst hast du keinen Anteil an mir. Jetzt verstehst du das. Jetzt könntest du einen Vortrag halten, oder? Wenn wieder einer schreit, ich bin doch kein Kannibale. Aber würde der alte Mensch bleiben,
wenn er nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und trinkt. Meine Lieben, deswegen sagt das Dogma, wieder katholisch, gell? Es war ein Freikirchler, der das gerufen hat. Verstehen Sie, Sie haben das Licht nicht. Sie können die Heilige Schrift nicht richtig auslegen. Es liegt wie eine Schleier auf Ihnen. Deswegen sagt das Dogma, er nahm das Unsrige zu sich und machte es sich zum Seinigen. Um all das, was wir in diesem, was er von uns angenommen hat, alle Sünden zu richten und zu eliminieren. Und dieses Fleisch, das er geheiligt hat, gab er uns wieder zur Speise, damit wir der neue Mensch sind. Denn der, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, meine Lieben. Das ist die Verwandlungsgeschichte. Gibt es eine schönere Geschichte? Kann er ein größeres Wunder tun? Angekündigt schon im Alten Testament, wo das ganze Volk 40 Jahre in der Wüste durch das Manna ernährt wird, so werden ihr alle, die ihr pilgert, zu den Gestaden der Ewigkeit durch dieses Brot ernährt. Und wer dieses Brot nicht isst und dieses Brot nicht isst und das Blut nicht trinkt, hat das ewige Leben nicht. Ich kann ihn nicht auferwecken am letzten Tag. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ist ein wahrer Trank. Gibt es etwas Besseres? Gibt es eine größere Liebesgeschichte? Eine Hochzeitsgeschichte? Eine Hochzeit des Lammes? Eine Vereinigung nicht mit dem Tier, sondern mit dem Lamm. Ich werde ihm ähnlich, weil ich ja ihn empfangen habe. Und ich habe es zugelassen, dass er mich total neu macht. Ich sage jetzt zu den Leuten, ich bin ein Jude. In mir ist nur noch Christus. Kraft der Eucharistie, Kraft der Taufe, Kraft des Wortes, Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe Christus angezogen, das Heil kommt von den Juden. Ihr seid alle Juden. Wir Deutsche hätten nie den Holocaust machen dürfen. Nie. Ihr werdet jüdisch. Ihr zieht das Fleisch eines Juden an, der das Heil der Welt ist. Denn das Heil kommt von den Juden. Dann hätte das nie geschehen dürfen. Versteht ihr? Wenn wir die Eucharistie richtig verstanden hätten. Nicht Feindschaft. Wir müssten danken, dass das Heil von den Juden kommt. Er ist Jude und sie ist Jüdin. Und das Volk Gottes, das auserwählte Volk, wird sich wieder bekehren. Am Ende der Zeiten wird der Schleier wieder von ihnen weggenommen. Und dafür beten wir. Dann werden sie erkennen, dann werden sie so weinen, sein auserwähltes Volk, das er so liebt, werden sie erkennen, nicht, dass wir sie umbringen. Oh, furchtbar, furchtbar, wie haben wir gelitten, wir Deutsche. So ein gottloses Regime. Verdemütigt in der ganzen Welt, dass wir das gemacht haben. Weil so wirkliche ideologische Leute, die ein Wahn in sich besessen haben des Übermenschen. Versteht ihr? Nein, es ist die Liebe zum auserwählten Volk, das uns nie von uns genommen werden darf, sondern dass wir danken. Das Heil kommt von ihnen, auch wenn sie ihn jetzt nicht angenommen haben. Sie werden ihn annehmen und in der Schrift steht und sie werden dann, wenn sie es erkennen, weinen wie um den einzig Geborenen. Auf den Tag warte ich. Das sage ich euch. Ich bin schon 15 Mal im Heiligen Land gewesen und ich habe sie lieb gewonnen. Versteht ihr? Wir sollen alle lieben.
alle. Weil das Heil haben wir bekommen von ihm, die Sakramente, die uns in ihn verwandeln. Jetzt kannst du es erklären, was das für ein Sakrament ist, das uns zur Hochzeit, zur Verwandlung in ihn vervollkommnet. Sie sagen, die Väter sogar, in jeder Eucharistie bildest du dein Auferstehungsleib, weil du bekommst den, aber verwandelt, verklärt, wie Christus. Verwandelt. Was für eine Liebesgeschichte, meine Lieben. Es hört nicht auf. Versteht ihr? Wir können gar nicht aufhören. Das hat mich durchtrieben, als dieser Freikirchler gesagt hat, ich bin doch kein Kannibale, dass ich es euch erklärt habe. Gott sei Dank, das war eine Gnade für mich, weil dann bin ich dran. Dran an die Buletten und das muss erklärt werden. Das ist das Innerste im Katholizismus. Die Eucharistie, die muss erklärt werden. Warum? Und sag mir dann anders, wie du dann eine Einheit mit Jesus bekommst. Nicht. Und zwar vollkommen. Er ist ein Mensch geworden. Du wirst in ihn verwandelt. Sag mir es, wie es besser geht. Und so liebevoll, dass es Brot ist, aber doch sein Fleisch und sein Herzfleisch, dass du ein neues Herz bekommst. Und total verwandelt wirst in ihn. Oder kannst du es selbst mit deinem Fleisch? Bist du so stark, dass du es im Griff hast? Ich sehe es da draußen nicht. Ich gehe gerne zu diesem Sakrament, weil ich kann ohne ihn nichts tun. Nichts. Aber mit ihm alles. Amen.